DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Lisa, was macht die Kunst? Alles super, bisher, im neuen Jahr. Ja gut, es ist ja nun jetzt schon gar nicht mehr so neu. Ist dir eigentlich klar, dass wir schon irgendwie ein Zwölftel hinter uns haben? Und was auch nicht mehr so weit weg ist, ist hier... Bitter Run? Ja, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. Super. Warte, ich hole mal mein Handy. Ja. Run-tastic. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Pass auf, 6,04 Kilometer, 44 Minuten. 6,03 Kilometer, 43 Minuten. 6,4 Kilometer, 48 Minuten. Ja, 48, da fehlen aber noch 8 Minuten. Ja, es ist ja auch noch, ich bin ja auch noch, ich weiß nicht, ob du im letzten Video gesehen hast, da war hier schon noch ordentlich, ich bin fleißig am mich präventionieren. Und da wären wir auch schon beim Thema. Im letzten Video haben wir das gesagt und es war irgendwie so eine heiße Nummer, dass wir darüber gesprochen haben, dass es eigentlich gleich mal anbringen müssen. Ja, Prävention. Was kann man machen, dass man nicht krank wird oder beziehungsweise, dass man schon gar nicht in diese Richtung kommt? Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, also ich habe das letztes Mal schon erklärt, ne? Es gibt die Pathogenese von Krankheiten. Pathogenese von Krankheiten, das bedeutet, wie entsteht eine Krankheit? Mhm. Zum Beispiel Bluthochdruck und Diabetes und Rauchen macht Herzinfarkt, ne? Oder erhöht das Risiko für Herzinfarkt oder so ein Zeug halt, ne? Das ist die Pathogenese. Es gibt aber auch die Salutogenese und das hat nichts mit Salat zu tun, sondern was damit zu tun, wie kann ich es schaffen, gesund zu bleiben? Also wie entstehen Krankheiten nicht? Mhm. So, und das ist nicht ganz unwichtig, weil wir uns ja in einer Zeit irgendwie bewegen, wo bewusstes Leben, bewusste Ernährung und so weiter und so fort immer wichtiger werden. Ja. Man sagt ja immer, früher wussten die Leute, wie man sich, wie das funktioniert und ganz selbstverständlich alles gewesen und heute haben wir das alles verlernt. Ja, weil wir so bequem geworden sind. Das stimmt aber gar nicht. Nicht? Nein. Ich schreibe ja gerade mit dem Professor Breuer dieses Buch, wo es um medizinische Irrtümer oder Fake News und sowas geht. Ja. Und da haben wir das auch recherchiert und am Anfang des letzten Jahrhunderts sind wir nur halb so alt geworden wie jetzt. Mhm. Also wir haben da schon viel getan. Die Medizin, aber auch die Gesunderhaltungsindustrie hat einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht. Okay. Aber es ist natürlich, bleibt natürlich viel zu tun, weil wir uns ja auch mal überlegen müssen, was funktioniert wirklich und was ist nur so, ja, so Großmütterchenstipps. Meinst du, dass der Trend geht wieder zurück? Man ernährt sich bewusster, man macht, dass man nicht krank wird, aber die ganzen Umwelteinflüsse und sowas, die machen ja einen doch krank. Meinst du, wir werden irgendwann mal kürzer leben? Vielleicht wie früher, nur bis 50 oder so? Das ist, also, das hat jetzt mit der Prävention per se gar nichts zu tun, aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, Umwelteinflüsse werden überschätzt, weil die Umweltfaktoren sind in den letzten Jahren immer dramatisch und immer schlimmer geworden, aber wir werden trotzdem immer älter. Ne? Ja. Es gibt natürlich mehr, wenn man zum Beispiel sagt, Sonne, globale Erwärmung, Hautkrebs, dieser Zusammenhang wurde schon bewiesen, aber trotzdem ist die Therapie auch besser geworden, die Diagnostik ist besser geworden, also wir werden schon irgendwie trotzdem immer älter. Mhm. Ein großer Gefahrenpunkt, den es da wirklich gibt, der ist in dem Versagen der konventionellen Antibiotikatherapie zu sehen. Das heißt? Das Ansteigen der Lebenserwartung in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist ganz markant assoziiert mit der Entdeckung des Antibiotikums. Mhm, okay. Fleming, Robert Koch und so weiter und so fort. Ne? Und der exzessive Gebrauch von Antibiotika, wie wir ihn heute sehen,
bei fehlender Indikation. Das heißt, wir nutzen die Antibiotika, obwohl es nicht notwendig ist. Und es wird massiv gemacht. Also wir haben da für unser Buch haben wir die ganzen Studienlage mal ausgewertet und die Ergebnisse sind dramatisch. Okay. Und diese Entwicklung, die kann durchaus dazu führen, dass die Lebenserwartung wieder zurückgeht. Das sagen also einige Forscher, die sich damit auch wirklich auskennen, postulieren, dass wir da ein Problem bekommen. Okay. Generell ist es aber so, dass momentan die Lebenserwartung noch steigt. Und das hat was damit zu tun, dass wir Krankheiten früh entdecken können. Dass wir Krankheiten immer besser heilen können. Aber dass wir auch wissen, was löst Krankheiten aus und diese auslösenden Faktoren vermeiden. Zum Beispiel? Prävention kann man aufteilen. Schon mal was von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention gehört? Die Begriffe ja, aber Prävention nein. Okay, Prävention ist ja klar, was das ist. Genau. Was ist das? Was ist Prävention? Naja, Vorbeugung, dass etwas nicht passiert. Genau. Ja. Jetzt kannst du entweder vorbeugen, dass etwas nie passiert. Wie zum Beispiel, du rauchst nicht, du machst Sport, du ernährst dich gesund. Damit führst du eine primäre Prävention durch und zwar in Bezug auf sehr viele Erkrankungen. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Bluthochdruck und so weiter und so fort. Okay. Das ist die primäre Prävention. Das ist also relativ schwammig. Wir versuchen uns gut zu ernähren und wir versuchen die Faktoren, die wir wissenschaftlich identifiziert haben, als krankheitsauslösend zu meiden, um nicht krank zu werden. Das funktioniert ganz gut. Dann gibt es die sekundäre Prävention. Das heißt, du hast einen Herzinfarkt, ja. Den überlebst du ganz gut, Glück gehabt. Und dann muss man gucken, was sind denn deine Risikofaktoren? Da muss man Blut abnehmen, muss gucken, wie sind deine Blutfettwerte? Wie ist dein Blutdruck? Wie ist dein Zucker eingestellt und so weiter? Das alles zu therapieren, das ist die sekundäre Prävention. Das bedeutet, ich hatte schon mal was, das ist und möchte es aber nicht wiederbekommen. Genau. Und dann gibt es noch die tertiäre Prävention. Das bedeutet, dass du eine Erkrankung hast, die auch voranschreitet. Du aber versuchst durch Reha-Maßnahmen und andere Lebensstiländerungen diese Krankheit am Voranschreiten zu ändern. Okay, also kannst du mir ein Beispiel nennen? Zum Beispiel neurologische Frühreha. Ja. Du hast einen Schlaganfall gehabt. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass du sehr, sehr zeitig in die Rehabilitation gehst, um deine verlorenen Funktionen, Körperfunktionen teilweise zumindest wiederzuerlangen. Okay. Das ist zum Beispiel tertiäre Prävention. Alles klar. Wichtiges Thema. Ja. Relativ schwammig, weil es nicht so richtig, ne? Was soll man jetzt konkret machen? Deswegen, ja. Was ist die beste Prävention? Die primäre Prävention, da bist du nämlich noch gesund. Ja. Es gab auch ab und zu mal, das ist vielleicht noch am Ende des Videos interessant zu sagen, es gab auch ab und zu mal Ansätze, die versucht haben, medikamentös diese Prävention zu betreiben. Das ist zum Beispiel zu nennen, das Aspirin, was man, oder ASS, muss man ja sagen, um keinen Markennamen zu nennen, was man früher einfach genommen hat, weil es gut fürs Herz ist. Ja. Oder mein Lieblingsthema, Vitaminpräparate, um gesund zu bleiben. Das ist wissenschaftlich alles widerlegt. Das bringt nichts. Okay. Selbst das ASS ist aus der primären Prävention raus. Man gibt es nicht einfach so. Bringt gar nichts. Okay, gut zu wissen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten folgt uns, liked uns, bleibt uns treu. Wir würden uns freuen. Bis nächste Woche. Ciao.